Würstchen, Döner oder Latte Macchiato mit Kuhmilch. Der Grünpolitiker Philipp Bruck möchte, dass tierische Lebensmittel weitestgehend von unserem Speiseplan verschwinden. Mit der gesamten Fraktion hat er daher ein Positionspapier erarbeitet. Kernforderung: 75% weniger tierische Lebensmittel. Wenn man sich die Konsequenzen der Ernährung für den Klimawandel anguckt, wenn man sich anguckt, wie wir da mit Tieren umgehen, die am Ende ja ähnlich fühlen wie wir Menschen, wenn man überlegt, welche Risiken wir für neue Pandemien haben, die auch ernährungsbedingt sind, dann ist Ernährung auf jeden Fall auch eine politische Frage. Zumindest insoweit, als dass wir die Rahmenbedingungen so verändern müssen, dass die Ernährung möglichst klimafreundlich, möglichst tierfreundlich, möglichst gesundheitsförderlich ist. Auch Volksfeste wie Freimarkt, Osterwiese und Weihnachtsmarkt. Sie müssen nach grünen Vorstellungen mitziehen. Zukünftig soll mindestens die Hälfte der Essensstände rein vegan sein. Von heute auf morgen wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Das ist dann ein Weg, den man beschreiten muss. Aber am Ende, wenn wir 3/4 weniger tierische Lebensmittel insgesamt konsumieren wollen, dann ist die Frage, jedes zweite Gericht, jeden zweiten Stand vegan zu machen, gar nicht mehr so spektakulär. Absurd, findet Susanne Keunicke. Die Vorsitzende der Bremer Schausteller betreibt seit vielen Jahren einen sehr unveganen Imbiss. Sie hält nichts von den grünen Plänen. Wir haben immer noch freie Gestaltung, wirtschaftlich freie Gestaltung. Und ich glaube, das ist auch EU-rechtlich abgesichert. Und bei uns bestimmt die Nachfrage das Angebot. Wenn es diese Nachfrage geben würde, bräuchte man das nicht von oben runter zu doktrinieren, sondern gäbe es schon 50% vegane Geschäfte. Die Nachfrage ist nicht so groß und der Markt regelt sich dort an dieser Stelle selbst. Darauf wollen sich die Grünen nicht verlassen und auch in die Speisekarten von Restaurants eingreifen. Denn Kochen ohne Tierprodukte muss zum Standard werden, auch in Gastronomiebetrieben. Weniger Tierisches im Restaurant? Dazu haben auch die Gastronomen eine ganz eigene Meinung. Man muss die Menschen überzeugen, wenn man noch nachhaltiger und noch ökologischer wirtschaften möchte. Und man muss sie mitnehmen. Und das erreicht man nicht durch Verbote oder gesetzliche Vorgaben. Das hat ja die Prohibition schon gezeigt, dass das nicht funktioniert. Die Grünen als Verbotspartei, die jetzt auch noch die Sahne auf der Torte verbieten will. So sei das nicht gemeint, sagt Philipp Bruck. Wenn man den Klimawandel ernst nimmt, dann muss man diese Debatten führen. Wenn man die Interessen der Tiere ernst nimmt, muss man auch die Debatten um die Tierhaltungsstandards führen. Und das wollen wir mit unserem Papier anstoßen. Und dann bin ich gespannt, wie sich die Diskussionen in den nächsten Jahren noch verändern. Wie es mit der Milch im Kaffee weitergeht, das wollen die Grünen jetzt erstmal mit SPD und Linke diskutieren.